So, in dem heutigen Video geht es um Street Food. Wir testen die besten Street Foods hier in Thailand für euch und werden jetzt mal ein bisschen Essen probieren. Sticky Reis mit Mango. So, 60 Baht kostet das, ungefähr 1,50 Euro. So, jetzt werden wir das mal probieren. Mango mit Sticky Reis. Das Grüne ist noch ein Bananenblatt zur Dekoration in der Mitte. Und hier gibt es noch Kokosmilch dazu, die man hier über den Reis schüttet. Das machen wir jetzt mal. So, Kokosmilch ein bisschen hier drüber. Dann schmeckt das gleich alles viel besser. Das Bananenblatt kann man natürlich nicht mit essen. Das ist nur zur Dekoration gedacht. So. Ja. Oh, schon vorgeschnitten hier. Braucht man nur noch essen, die ganze Sache. Sehr gut. Mhm. Sehr lecker, sehr süß. Hier ist die Mango. Auch mal den Reis probieren. Der ist ja jetzt schön durchtränkt mit der Kokosmilch. Bisschen Klebereis. Sehr schönes Streetfood auf jeden Fall. Günstig und macht satt. So, jetzt werden wir mal Roti testen. Jetzt mit verschiedenen Sachen drauf. Nur mit Ei, mit Banane oder auch mit der berühmten Schokoladencreme. So, als erstes ein bisschen dünner Teig. Hm. Wow. Roti ist eigentlich sehr bekannt hier in Thailand. Auch sehr beliebt als Süßspeise, kann man sagen. So, Banane drauf. Roti Banana ist hier 50 Baht. Also, das ist wirklich günstig. Ja, wenn man mit Käse will, gibt es verschiedene Sachen. So, dann den Teig, den dünnen wir auf das Blech. Banane drauf. Und dann wird das in Öl eigentlich gekocht, ne? Oder gebraten, frittiert, wie auch immer. Boah, das sieht schon mal gut aus. So, zum Moment im Öl ziehen lassen, dass das ordentlich durchgebrutzelt ist. Also hier mein Kumpel Laszlo, der isst das jetzt. Dann wollen wir mal schauen, wie das fertig aussieht und wie es schmeckt. So, das war's schon. Und gleich klein geschnitten, damit man es gleich essen kann. Oh. Ja, auf den Teller. So. What's this? Milk? Ah, so süße Milch. Ja. Okay. Gut. So, jetzt wollen wir es mal probieren. Hier, mein Freund Laszlo, show me inside. Ah, da ist die Banane drin. Ja. Oh, ist aber ein bisschen heiß jetzt. Ja. Das sieht gut aus. Okay. Und? Ist gut? Ja? Ist sehr gut. Schmeckt gut? Schmeckt gut? Ja, ist süß? Ist süß, ja? Süß. Mm, sweet, very sweet. Very or a little bit? Very. Sehr süß, ja. Ich denke mal, das kommt von der Milch, die oben drauf ist. Das ist ja gesüßte Milch. Ah, okay. Also, Roti, immer ein Erlebnis hier in Thailand. Schmeckt gut, okay. Geht's, mal gucken, was wir noch zu essen finden.
So, jetzt werden wir mal das Kaob Saparot Krung probieren. Das ist eine halbe Ananas, die ein bisschen ausgehöhlt wird. Und da wird dann halt ja, gebratener Reis mit Shrimps und so weiter wird reingesteckt. So, hier wird das drin angerichtet. Mit verschiedenen Sachen. This is onions and peanuts. No peanuts. Onion and carrot and Thai sauce. Aha, okay. Yes. Also, butter. I use yeah, butter. Yes, yes, yes. Not oil, ja? Yeah? No oil. Mm-hmm. Also Karotten, thailändische Wurst und natürlich die Shrimps und Zwiebel. Und das Ganze nicht in Öl, sondern mit Butter gebraten. Ja, Ananas, Pineapple. Hm. Gut. Reis. Mhm. Curryreis. Da, Ananasstückchen noch mit rein. Für den wahrscheinlich süßlichen Geschmack. Rosinen, ja. Mhm. Auch noch ein bisschen süß. Rosinen mit rein. Okay. Noch mehr Ananasstückchen. Und mischen und schön anbraten. So, die Ananas ist ein bisschen ausgehöhlt. Die ist also schon hohl. Und die Ananasstücken sind ja hier mit dem Essen drin. Es wird jetzt damit aufgefüllt. Oh, das sieht aber wirklich lecker aus. Und die Shrimps obendrauf. Und auf den Teller. So, noch ein bisschen Dekoration dazu. Orchideen. Und Erdnüsse obendrauf. Mhm. And what's this? Chicken sauce, dry chicken. Aha, okay. Ja, so ein Hühnerpulver. So, mal probieren. Ja? Test? Ja. Test, test, test. So. Ja, so sieht's aus. Ja, mächtig viele Erdnüsse dabei, okay, gut, gut, gut. And? Gut? Ist sweet? Ist süß? No. Ist not sweet? No. Nicht süß, aha. Mhm. Ja, wundert ein bisschen mit so viel Ananas da drin. The pineapple is inside, aber ist not sweet, ja? Yeah? No. Ah, okay. Hallo Lisa, is good? Is for you sweet or not sweet? No, not sweet. Okay, gut, gut, gut. So, ich muss das natürlich auch probieren. Oh, mal sehen. Hm. Ja, 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 ist ein bisschen süß, ne? Aber nicht sehr süß, ne? Aber ist okay, sehr schön. Also das ist mal eine Variante, die habe ich noch gar nicht gesehen hier. Aber das haben die wirklich gut gemacht, muss man mal sagen. Sehr lecker. Ja, das war jetzt die Ananas, die gefüllte Ananas mit dem Reis. Aber wir sind noch nicht am Ende, wir testen natürlich weiter. Bleibt dran. Und das sind diese gegrillten, berühmten gegrillten Spieße, die es hier in Thailand überall gibt. Gibt es hier einmal in Hühnchen oder einmal mit Schweinefleisch. Sehr schön zurecht gemacht. Das werden wir jetzt natürlich auch noch mal probieren. Mit ein bisschen Soße und Salat eben dazu. So, die werden hier frisch gegrillt. So, noch mal umschichten auf den anderen Grill. So, noch ein bisschen Soße. What is this? Coconut Mayo. Ah, Coconut. Aha. Kokosmilch drauf, genau. Damit es besser schmeckt. So, dazu gibt es ein Toastbrot. Wird klein geschnitten. Peanut Salat. Ah,
Peanut Sauce, ja, Erdnusssoße. Ja. Salat. Ja. Cucumber. Mhm. Also Gurke. Yes. Salat. Yes. Onions, also Zwiebel. Chili, no. No, 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 Chili, no. Chili heute nicht, ist ein bisschen zu scharf. Und noch ein bisschen Dressing oben drauf. Ja, also die kleine Portion kostet 85 Baht, das sind ungefähr 2,15 Euro. Ja? Yes, yes, thank you, Cup and Cup. So, sieht natürlich sehr schön aus, hat sich viel Mühe gegeben, der Mann. Dann wollen wir es auch mal probieren jetzt, ne? So sieht's aus. Ah, schön durchgebraten auf dem Grill. So, jetzt mal in die Soße rein. Ja, Erdnusssoße. Dann probieren wir es mal. Oh, auch mit der Erdnusssoße passt wirklich sehr gut zusammen, muss man sagen. Ist wirklich ein Highlight. Also die Erdnussbutter schmeckt nicht so wirklich nach intensiv nach Erdnüssen, sondern nur so leicht. Also das passt wirklich mit dem Fleisch ganz gut zusammen. Mal den Salat probieren, da hat er ja Dressing drauf gemacht. Ne? Ja, hier mit dem Salat auch nehmen wir den Spieß dazu. Ja. Mal probieren. Also man muss sagen, auch vom Dressing, von der Erdnusssoße her, also das passt alles wirklich sehr gut zusammen. Also das ist wirklich ein Gaumenspiel sozusagen. Also man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Also es passt richtig gut zusammen mit dem Toastbrot auch hier. Mal testen hier das Toastbrot jetzt hinein. Auch mit der Erdnussbutter, mit der Erdnusssoße habe ich das jetzt gerade ein bisschen getunkt. Wirklich, wirklich gut. Also, kann ich nur empfehlen. Weiter geht's. Mal gucken, was wir jetzt essen. Auf zum nächsten Stand. Chicken Kebab hier in Thailand sehe ich immer öfters hier. Also probieren wir das natürlich auch. Wie das schmeckt hier. Alles zusammen. This is spicy sauce? Yes. Ah, okay. Little, ja. Nicht so scharf. Ketchup noch dazu. What's this? Mayong. No, Mayong. Nee, Mayonnaise. Garlic. Ja, Garlic, also Knoblauch auch ein bisschen, jawohl. Okay, gut. Und jetzt wird's eingerollt. So, kostet hier 95 Baht. Ohne Käse, mit Käse 126 Baht. Ja, 95 Baht sind ungefähr so, ja, 2,50 Euro, kann man sagen. Okay, Cup and Cup. Ja, wie gesagt, Chicken Kebab habe ich hier schon öfters gesehen, auch manchmal sogar mit Schweinefleisch, aber habe ich noch nicht so wirklich probiert. Das holen wir jetzt mal nach, mal sehen, wie das hier schmeckt, ob es wirklich ein Original ist oder original thailändisches ist. Ja, haben wir eben schon gesehen, ne? So sieht es jetzt aus. Schön gerollt, dünner Teig, ja, und dann probieren wir es doch mal. Mal sehen, wie der Geschmack ist. Gute Chicken Döner. Auch eine gute Soßenkombination. Allerdings so die Knoblauchsoße habe ich bis jetzt noch nicht rausgeschmeckt. Also die Soße ist eher so ein bisschen süßlich, aber passt trotzdem gut zusammen. Aber natürlich zu dem Döner oder Kebab, wie es jetzt von den Türken gemacht wird, ist es natürlich nicht. Aber der Geschmack ist relativ gut, muss man mal ganz klar sagen. Kann man auf jeden Fall essen. Wird auch immer mehr jetzt hier in Thailand angeboten mittlerweile. Auf jeden Fall ein Versuch wert. So, weiter geht's. Mal gucken, was wir jetzt essen. Es geht zum nächsten Stand. Durian, 100 Baht ungefähr. 2,50 Euro. Ja, dann wollen wir die mal probieren. Wir sind ja auf dem Food Market, ne? So, dann wollen wir das gleich mal probieren. Das ist natürlich auch ein Muss in Thailand, wenn man das macht.
Ja. So, auch in eine Plastiktüte. Wunderbar, gut. So, 2,50 Euro, wir gucken mal. Wollen wir die mal probieren, die gute Stinkefrucht Durian? Durian. Ja? Zeig mal, let me see. Mal her, zeig mal her. Wow. Was? Ist gut? Make again. Aloy. Ja, lecker, sagt er jetzt. Nein, ist nicht lecker. Aber okay, so. Und? Smell good, taste good or not? Ja? Aha. Very good. Mhm. Ja, riecht natürlich sehr stark, ne? Aber sie sagt, das schmeckt super klasse. Aber stinken tut's ja. Teste mal, Moment. Hallo? Die schmeckt gar nicht, die schmeckt ganz anders als sie riecht. Die stinkt wie verrückt. Aber schmecken tut die nicht schlecht. Na ja, ich will nochmal probieren, mal gucken. Also Durian, ne? Die schöne Stinkefrucht. Die stinkt so dolle, dass man sie hier nicht mal im Hotel essen darf, weil sonst das Hotel dich rausschmeißt. Den Gestank kriegst du nicht mehr raus. So dermaßen stinkt das Ding. Jetzt hier auch. Aber ich bin mal mutig, ich probiere einfach mal. Ja, der Geschmack ist ein bisschen anders. Also der Geschmack ist völlig anders, als sie riecht. Hat mit dem Geruch überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, schmeckt so ein bisschen, ich würde sagen, schmeckt so ein bisschen nach Zwiebel sogar. Ja, okay. Mal gucken, ob mein Kumpel das auch probiert. So, Laszlo. Und? The taste is better than the smell, ne? Oder? Ja, better. Ja, smell is not good, aber taste is okay. Also das wundert mich jetzt ein bisschen. Ist ja erstaunlich. Ja gut, Thailänder, die kennen das, kein Problem. Okay, ja, gut, gut, gut. Ja. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass die Durienfrucht wirklich besser schmeckt, als sie riecht. Ist wirklich unglaublich. Aber solltet ihr mal probieren. Lasst euch also vom Geruch nicht abschrecken. Der Geschmack ist völlig anders, so leicht nach Zwiebel, aber ist überhaupt nicht schlimm. Also nicht vorher riechen, einfach reinbeißen. Das war auch relativ lecker. Und mal schauen, was wir jetzt noch zum Essen finden. Ein weiteres leckeres Streetfood hier in Chiang Mai ist das Khao Soi. Und das werden wir jetzt mal probieren. Mal sehen, ob das schmeckt. So, das wird hier jetzt frisch zubereitet. Khao Soi. Und dann werden wir mal schauen, wie das schmeckt. Ist schon da. Sehr schön. So sieht's aus. Bisschen Salat dazu. Okay. Sieht ja schon mal gut aus. So, dann werden wir das mal probieren jetzt. So, Khao Soi kostet hier 60 Baht und das ist ein angenehmer Preis. Das sind so 60 Baht, ja, sind so 1,60 Euro, kann man sagen. So, das besteht hauptsächlich aus Nudeln. Das hier sind getrocknete Nudeln. Die sind also, ja, getrocknet. Hier unten drin sind gekochte Nudeln, ganz normal gekochte Nudeln. Und dann zwischendrin haben wir hier das Schweinefleisch. Na, komm raus, hier. Ne? Nicht so viel, ist ein bisschen Schweinefleisch drin, ne? Hier ein bisschen. So, und dann mit einer leckeren braunen Soße dazu. Und das werden wir jetzt mal probieren. So, ich werde es mal probieren. Werde mal eine Mischung machen aus den getrockneten Nudeln und den gekochten Nudeln. Mhm. Ja. Interessante Mischung. Also die Mischung mit den getrockneten Nudeln und den gekochten Nudeln ist dann, das ist so leicht crispy dann. Und ja, die Soße hier drin schmeckt nach Curry. Und es ist ein bisschen scharf. Also für 60 Baht und wer Curry mag, ist Khao Soi auf jeden Fall eine Alternative und ein Versuch wert.
ist wirklich sehr, sehr lecker. Interessante Mischung beides zusammen. Ne? Und dann das Schweinefleisch dazwischen mit Curry. Oh. Lecker, sehr schön. Ja, Khao Soi gibt es mit Schweinefleisch, so wie das hier, oder aber auch mit Rindfleisch oder Hühnchen. So, hier in dieser Variante mit Rindfleisch, da sind noch Sojasprossen mit drin. Kann man hier sehen. Ja, also man kann sich das auch ein bisschen individuell noch zusammenstellen, was man vielleicht noch an Salat mit hinein haben möchte oder an Gemüse.